Bevor wir das haben, hören wir noch den weiteren Rednerinnen der Debatte zu. Und es ist als nächstes der Kollege Klaus Ernst von der Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja eigentlich nicht allzu viel gegen Enteignungen, wie man weiß. Aber man muss natürlich schon dahinter gucken, was denn der Hintergrund dieses Gesetzes ist, den jetzt die Bundesregierung vorlegt. Die PCK-Raffinerie in Schwedt nimmt seit Anfang dieses Jahres kein Öl mehr, nicht weil die Russen den Hahn zugedreht haben, sondern weil die Bundesregierung den Hahn zugedreht hat. Das ist ja Fakt. Glaube ich, kann keiner widersprechen. So, sie kann sich gerade noch mit einer alten Pipeline von Rostock über Wasser halten. Um bei voller Kapazität produzieren zu können, bräuchte die PCK Öllieferungen, die in jedem Fall über polnisches Staatsgebiet gehen. Geografisch ist es nicht anders möglich. Die polnische Regierung hat laut Financial Times bereits im August letzten Jahres gesagt, dass sie Schwedt nicht beliefern wolle, solange die im russischen Eigentum ist. Der Spiegel hat über die unveränderte Haltung der polnischen Regierung in dieser Frage erst letzte Woche berichtet. Die PCK bekommt über Polen noch immer keine signifikanten Mengen Erdöl, obwohl bei uns die Regierung, Herr Kellner, ja in vielen Märchenstunden ganz was anderes erzählt hat. Meine Damen und Herren, was will Polen? Polen will die Enteignung Rosnefts, welche sie jetzt freundlicherweise mit diesem Gesetz ermöglichen. Es geht eigentlich um Rosneft. So, halten wir fest, wenn der deutsche Staat Rosneft nicht enteignet, dreht Polen den Ölhahn nicht auf. Nicht die Russen, die Polen drehen dann den Ölhahn nicht auf. Welche Folgen diese Enteignung für deutsche Unternehmen in Russland haben wird, haben wir heute kein Wort gehört. Ich habe oft den Eindruck, dass sie Maßnahmen ergreifen, ohne sich die Folgen zu überlegen. Das war bei den Wirtschaftssanktionen gegen Russland der Fall. Dort haben sie plötzlich gemerkt, dass keine Gaslieferungen mehr kommen, weil sie dachten, das geht ewig so weiter. Jetzt haben wir hier dieselbe Situation. Und um jetzt Polen entgegenzukommen, na, dann machen wir halt schnell mal ein Gesetz, wo wir dann die Russen enteignen und es dem polnischen Unternehmen wiedergeben. Der Spiegel berichtete ebenfalls, dass der polnische Mineralölkonzern Orlen mit einem Umsatz von fast 60 Milliarden Euro einen Kontrollanteil an der PCK Schwedt übernehmen will, sobald Rosneft vor die Tür gesetzt worden ist. Wollen Sie Orlen die enteigneten Rosneft-Anteile verkaufen und so der polnischen Erpressung zu entgehen? Das ist doch geplant. Das ist doch der Hintergrund dessen, was wir hier machen. Und ich sage, nachdem wir oft von Energie als Waffe reden, das Vorgehen Polens kommt mir schon so vor, als würde die Polen Energie als Waffe benutzen. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat also gar nicht ihr Herz für Energieinfrastruktur in öffentlicher Hand entdeckt. Das wäre ja schön, weil die Energieversorgung in öffentlicher Hand besser aufgehoben ist als in den Händen von Konzernen, egal welcher Nationalität. Allerdings habe ich den Eindruck, beim Schachspielen haben sie es nicht so gehabt, sonst hätten sie immer gewusst, wenn man einen Zug macht, muss man auch damit rechnen, was der andere macht. Ich habe Angst, was mit deutschen Unternehmen in Russland passiert, aufgrund dessen, was wir hier machen. Danke für die Geduld, Frau Präsidentin. Ich muss auch aber die Übergebühr ausgenutzt haben. Es ging so, genau. Das mit dem Beifall soll auch noch sein, ne? Genau. Der nächste.